Das Besondere bei einem Crash ist ja, dass sehr große Verzögerungen wirken. Sie werden ja von 50 auf 0 innerhalb von einem halben Meter abgebremst. Und da entwickelt ein Anhänger, der 800 Kilo wiegt, Kräfte von etwa 16 bis 24 Tonnen, mit denen er hinten ins Heck drückt. Und das hält keine Struktur aus. Ja, mein Name ist Rodewald. Ich bin hier Hochschullehrer für Fahrzeugtechnik und lehre das Fach Fahrzeugsicherheit. Ende der 90er Jahre, da musste auf einmal ein Führerschein mit dem Anhänger gemacht werden. Vorher ja nicht. Und da hat der TÜV gemerkt, oh, unsere Leute sitzen ja hinten bei der Prüfung und hinten ist ein Anhänger dran. Und wenn einer auffährt, ist die Gefahr, dass der Anhänger mitsamt seiner Deichsel in die Rückbank reingeschoben wird. Und dann würde der Prüfer dort gefährdet werden. Und dann wurde ein Projekt initiiert, was der TÜV Rheinland finanziert hat maßgeblich, mit der TU zusammen. Und dann haben wir quasi untersucht, was kann man machen, damit die Deichsel beim Unfall nicht ins Heck eindringt. Und da haben wir gesagt, okay, es muss einfach eine große Platte werden, die verhindert, dass die Deichsel eindringt. Dazu wurde eine Abschlussarbeit ausgeschrieben, hat ein Student was entworfen, hat das gefertigt, haben es getestet und es hat auch funktioniert. Das ist ein Projekt, wo die von der ersten Idee mit mehreren Abschlussarbeiten ein Produkt entwickelt wurde, was heute an manchen Fahrschulfahrzeugen angebaut ist, wo wir Veröffentlichungen darüber gemacht haben, wo wir Patente erteilt gekriegt haben. Und wo auch diese Schutzplatte eine TP-Nummer hat vom TÜV. Also das heißt, sie darf an Anhänger angebaut werden, ist zulässig. Also Autos sind schon immer meine Leidenschaft gewesen. Also heute habe ich Hobby, ich habe Oldtimer als Hobby, ich mache beruflich Fahrzeuge. Ich habe vor meiner HTW-Tätigkeit war ich bei einer Ingenieurgesellschaft, die mit Autos zu tun hatte. Das war eigentlich, meine Frau sagt schon, Mann, bist du einseitig, aber das ist mein Leben, Autos. Die Fahrzeugsicherheit hat sich bei mir eigentlich schon, seit ich Auto fahre, so langsam entwickelt. Also ich habe früher in jugendlichen Zeiten immer so relativ schrottige Autos gefahren, die auch oft nicht durch den TÜV kamen. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, naja, was hat das für einen Sinn? Und irgendwie kam ich dann darauf, dieses Fach Sicherheit, das man dann auch studieren konnte an der TU Berlin, das habe ich dann gewählt. Und das hat sich dann so von dem privaten Hobbybereich in den beruflichen Bereich rübergezogen.